Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Special hier in TD2. Wir schauen uns wieder mal eine neue Station an. Und zwar ist es Bes Nazwa. Relativ vor kurzem rausgekommen vom Honza 749. Der hat auch die tolle Station Kletsch gemacht, das wir uns ja zuletzt angesehen haben. Und das ist ebenfalls wieder eingleisig und auch wieder fokussiert auf Güterverkehr. Und das hat er hier richtig, richtig schön hinbekommen. So, wir haben jeweils an der linken und rechten Seite 3,7 Kilometer an Strecke. Alles eingleisig, VMAX 80. Wir haben zwei Spawns. Einerseits Güter mit Maximallänge von 450 Metern und ein Passagierspawn mit 250 Meter. Wo sind die Spawns? Der TOW-Spawn, der befindet sich hier. Das ist ein bisschen ungünstig und deswegen ein bisschen das Challenge. Wir werden uns das später noch ein bisschen anschauen. Und dann haben wir hier noch den Passagierspawn. Der ist hier auf diesem Gleis. Dann für alle, die da gerne ein bisschen mit Güterwagen rumspielen und die auch gerne wieder löschen möchten, hat er hier wieder was Tolles gemacht. Und zwar haben wir hier die ganzen Beschriftungen von den Gleisen, wo man hier mit RMK Sachen löschen kann oder auch umgekehrt, kann man dann entsprechend hier die Sachen wieder spawnen. So, wir haben hier eine große Sandmine, die geht hier auf der rechten Seite weiter. Und muss ich das so vorstellen, das ist jetzt das Schema, was man jetzt oben sieht. Das da oben ist die, die Hauptstrecke. Und das Gestrichelte da geht hier rein. Und dann haben wir hier entsprechend noch Güterabstellung, beziehungsweise können wir dann hier umsetzen für das, was dann hier drin ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns das mal vor Ort an. Ja, und das Erste, was man hier sieht, wie man hier reinkommt, ist die nette Miete. Aber das ist unser Stellwerk und das ist am Anfang ein bisschen dunkel. Das ist auch gewollt so, keine Sorge. Wir haben jetzt hier hinten einen Lichtschalter. Da kann man hier Licht machen und schon sieht man was. Aber noch Überbleibsel hier vom Mechanischen. Leider hat es nicht mehr. Und dann kann man hier schön rausgucken auf dem Bahnsteig. Und wir haben hier die Steuerung für den Bahnübergang, der da vorne ist, standardmäßig zu. Okay, gehen wir mal raus. Hier haben wir die kleine Stadt hier. Da geht ein Gleis vorbei. Das ist, wenn ich euch das mal kurz zeige, dieses Gleis hier. So. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Bahnhof hier an. Ist hier ja relativ überschaubar. Wir haben jetzt hier diese drei Gleise. Einerseits den Perron hier, ein Perron hier in der Mitte. Und eigentlich, wenn man so sieht, Durchfahrgleis wäre dann hier ganz da draußen. Je nachdem, wie man es dann halt hier macht. Aber eckgestaltet, ein bisschen heruntergekommen das Ganze hier. Haben wir auch noch ein bisschen Industrie. Und dann schauen wir mal, was es hier auf der Station so Schönes zu entdecken gibt. Das erste nehme ich gleich hier hinten angefangen. Wir werden dann gleich mal in die Lok reinwechseln. Sonst ist es ein bisschen weit zum Latschen hier. Wir haben hier das erste Abstellgleis. Und alle Wagen, die ihr hier so seht, die sind standardmäßig so gespawnt. Ihr könnt natürlich die Auto-Exec anpassen und ihr könnt das alles komplett leer machen. Aber so wird es aussehen, wenn ihr da die Szenerie aus dem Forum herunterlädt. Also da haben wir hier ein paar Wagen hier mit Baumstämmen drauf. Das ist dann quasi hier so der Verlaut für die Baumstämme, wenn man das hier so nimmt. Da hinten steht unsere Lok auf dem TOW-Spawn. Mit der werden wir dann gleich nochmal eine Runde fahren. Da haben wir hier noch so einen kleinen Kohleberg mit dem Kollegen hier. Und dann haben wir hier Güterabstellung. Auf dem unteren Gleis, also falls ihr fragt, wo wir jetzt gerade sind, wir sind jetzt hier unten, hier sind zwei Gleise da. Da haben wir jetzt hier die Waggone hier und da hinten gehen die zwei Gleise wieder zusammen. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht in dem ganzen Grünzeugs, da hat es eine Handweiche. Kann man auf den Prellbock fahren und hier wieder rausfahren. Also hier habt ihr Platz zum Abstellen. Ja, dieses Gleis hier ist wichtig, weil mit dem Gleis hier einerseits natürlich auf die Hauptstrecke raus, andererseits geht es hier hinten zur Sandmine weiter. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz einen kleinen Anschluss da hinten an, bevor wir da vorne weitermachen. Einfach, weil es jetzt ein bisschen praktischer ist zum Gehen.
Sollte man ja bald haben. Haben wir entsprechend die Pfeiftafel für den Bahnübergang da hinten. Der ist nicht gesichert. Entsprechend langsam darüber fahren. Haben wir ein Signal, um die Fahrt in die Mine rein zu erlauben, beziehungsweise auf der anderen Seite wieder rauszufahren. Und dann haben wir hier noch eine kleine Abstellung. Also hier rein. Also einen riesengroßen Kohleberg. Wir schauen uns das mal hier ganz kurz an. Am Stellpult ist es das Zapfen da nach unten. Da ist noch mehr Kohle. Kann ich da raufgehen? Nein, kann ich nicht. Also drin vielleicht was versteckt? Nein, leider nicht. Hätte ja sein können. Das weiß man nie. Beziehungsweise wir werden dann später noch mal ein bisschen durchgucken und schauen, ob wir da nicht irgendwo ein Easter Egg finden. Da eine kleine Rampe, um irgendwas zu beladen oder entladen. Da sei der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und auch hier haben wir zwei Abstellgleise. Die enden beide hinten in der Prellbock, da ist nichts mit umsetzt. Macht man hier vorne, drückt das hier rein. Ein Gleis ist besetzt, eins ist frei. Also könntest du noch ein bisschen was zustellen. Gut, das wäre es dann erstmal, was wir hier mit den normalen Gen machen können. Rein von den Spawns. Ah, von dem Fuse BN. Ist natürlich das Stellwerk an sich. Ist irgendwo klar. Dann haben wir hier das Rotzlebenia. Ich habe es garantiert falsch ausgesprochen. Das ist hier eine Abstellung, wo wir jetzt gerade gewesen sind. Dann haben wir noch Kopalnia. Das ist quasi diese eine lange Strecke vom Bahnhof hier runter. Das werden wir dann gleich mit dem Zug fahren. Da kommt man hier runter und fährt hier rein. Dann haben wir auf der linken Seite ein Abstellgleis. Das Gleis geht da vorne zum Prellbock. Da kann man nochmal umsetzen, kann man dann hier runter. Da hat es nochmal ein Abstellgleis. Und hier, auf diesem Gleis da, geht es dann runter zur Sandmine. Schauen wir uns dann auch gleich an. Dann haben wir hier noch das Zala Dunek. Das ist jetzt quasi das Gleis, was wir jetzt oben gesehen haben, hier runter. Da hat sie ein bisschen Sand. Auf der rechten Seite noch mehr Sand. Moin. Auf der Seite noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Das ist ein einziges Gleis hier. Hinten ist der Prellbock. Da fährt man halt hier rein und holt sich diese Sandwagen raus und dann ab in die gute Welt. Aber hier alles Sand. 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 Und hier, wenn man das mal hier so ansieht, muss man halt ein bisschen kreativ sein, sagt man halt. Werdet hier runter und werdet das entsprechend hier beladen. Jo. Dann haben wir noch den letzten hier. Und zwar haben wir hier noch einen kleinen Bahnhof. Moin, Kollege. In Ziemwisiese? Ich kann sowas nicht aussprechen. Überschaubar. Und wenn das sein, 200, 250 Meter vielleicht, maximal. Und da hinten ist der Bahnhof. Also das ist, wenn man jetzt das von hier aus sieht, auf dieser linken Seite. Wenn ich jetzt da nicht falsch bin. Wir könnten das eigentlich mal gerade mal testen. Ja, ich achte mal kurz auf das Signal da hinten. Aber ich meinte, ich bin da schon richtig. Mal zurücknehmen. Na. Also, ja. Wenn wir schnell den hier machen. Jetzt nochmal drauf achten. Naja, das ist hier auf der linken Seite. Okay. Lassen wir wieder zurück. Perfekt. Und jetzt werde ich mal ganz kurz TD2 wechseln müssen. Wir gehen jetzt mal schnell in die Diesellok. Ich bleibe mal hier stehen, sonst haben wir hier Koppeln vom Sound. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt als Lokführer unterwegs. Wir werden zuallererst mal ganz kurz hier in das Gleis da reinfahren, damit ihr es gesehen habt. Also wenn hier dann der lange Güterzug rauskommt, wenn ihr den erstmal da reinschicken, dann fährt er rückwärts da raus. Oder das Umsetzen für die andere Richtung, je nachdem, was ihr machen wollt. Und wir machen da erstmal eine Rangierfahrt dran. Wunderbar. Haben wir auch den Kollegen hier. Sieht man übrigens viel zu selten. Ich glaube, der einzige, der jetzt mal einfällt.
Das ist jetzt aber Simrail. Ist TD2. Ne, warte mal, es gibt noch eine andere große Station, der wo der Name gerade nicht einfällt. Sidere, wir gehen mal in den Collision rein. Tu mal den Motor starten. Ah, oh, das klingt so cool, wenn der Motor startet. ja, wir gehen mal in den Elsen Commodore. Vorwärts. Los geht's. Das ist jetzt einfach unser Taxi. Oh, die Geschwindigkeit tun wir mal ignorieren. Oder da, das ist dieses schöne lange Gleis hier. Da geht's zum Bahnhof rein. Abstecke zu der rechten. Und ganz da hinten hat es dann einen Prellbock. Das Gemeine bei dem ist, der ist ein bisschen im Gebüsch drin. Den sieht man so ein bisschen schlecht, den sieht man dann erst, wenn man kurz davor ist. Also da seht ihr, da hat es ganz gut Platz, um damit was langem reinzufahren und dann wieder in den Bahnhof hier reinzudrücken. So, wir werden mal anhalten. Wir müssen jetzt hier nicht die ganze Länge fahren. Und wir fahren jetzt erstmal runter zur Sandmine. Dazu machen wir uns mal kurz den Weg. Ja, da passt ja eigentlich eh. Einmal so. Und einmal so. Du hast entsprechend WKs, ne? Also Obacht. Und wir rauschen mal retour. Das ist eine ganz gute Strecke da erstmal bis da runter. Aber eigentlich ganz cool gemacht. Ich glaube, ich möchte auf diese Seite. Ciao TM. Und wieder auf genau das gleiche Gleis, auf dem wir gerade vorher gewesen sind. Na ja, komm, wir dürfen ein bisschen rasen, sind ja eh alleine. Und Gleisen wäre jetzt noch ein bisschen uncool. Ja, und theoretisch könnt ihr den Fahrplan natürlich da unten machen. Wenn der Sandmine fertig ist, dann fährt er hier hoch bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade gestanden sind. Und dann kann er von hier aus rausfahren. Und hier auf dem Gleis haben wir 40. Dann kommt gleich 25. Auch wenn wir rasen. Und einmal die Hubi. 50 Punkte bei Simrail. Oh, Kandidat Nummer 2. Und da dahinter zieht er uns dann nicht mehr. Oh, das ist der Bahnübergang hier. Mit der riesen Industrie da. Und jetzt haben wir erstmal ganz viel Strecke nur für uns. Beziehungsweise dann für den Lokführer, der da hinten seinen Spaß hat. So, ich glaube, das reicht. Wir gehen mal auf die diese Ansicht. Denn die Hauptstrecke vom Bahnhof hier hinten kommt hier gleich in der Nähe ran. Das, je nachdem, wie die Züge gerade fahren, sehen sie sich hier. So, da sieht man jetzt auch das Gleis hier. Ja, und hier hat es dann ganz viel nix. Alles grün, Landwirtschaft hier. Aber ich muss schon sagen, hat er wirklich schön ausgestaltet. Gefällt mir sehr gut. Und ich meinte, er hat noch eine zweite Strecke in der Mache.
werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und falls ihr Befürchtungen habt, ich schaue mir jetzt nur so kleine Sachen an. Dem ist dann nicht so. Kommen dann auch wieder große Stationen. Und da vorne trennt sich dann unsere Wege. Wir biegen jetzt dann nach rechts ab. Und haben da nochmal einen Bahnübergang. Auch da unten. Ne, das wollte ich nicht. Hier. Da haben wir unsere Tafel. Einmal reingetrödet. Und ab da vorne müssen die Güterzüge aufpassen, wenn sie reinkommen und beziehungsweise wenn sie rausfahren, denn hier geht's dezent bergab. Wenn sie bergauf immer halt rausfährt. Kannst du ja gleich in der Geschwindigkeit sehen. Ich denke mal, ich glaube, ab der Kurve ist es. Naja. Wir werden schneller. So, dann da zu der rechten ist die ganze Sandmine hier. Seine Gleis ist da genau unter uns. Und wir fahren jetzt hier runter. Wir werden da hinten natürlich einmal reinfahren, damit wir das auch mal gemacht haben. Beziehungsweise wir werden da einmal bis ganz nach vorne fahren. Damit wir hier nichts verpassen. Ah ja, normalerweise per Standard ist die Weichenstellung so, dass man auf dem Gleis hier weiterfährt. Ich habe das da für mich schon mal umgestellt und eine Weiche vergessen. Au. Haben wir eine Weiche aufgefahren. Ja, zur linken sehr viel leeres Spielzeug. Auch mitnehmen. Ich glaube, das Gleis würde ich für mich vermutlich frei halten, ob man da was hinparken kann. Da ist noch mehr Sandwagen und da hinten gehen die zwei Gleise wieder zusammen auf das Stumpfgleis. So, wir bremsen erstmal. Wir fahren wieder in die andere Richtung und fahren jetzt mal runter zur Mine. So, vorwärts. Nur nicht vergessen, die Weiche umzulegen. So, wir werden mal kurz davor stehen, wo der Kollege auf uns wartet. So, bremsen wir mal. Perfekto. Ich habe gerade für einen Moment gedacht, da wären keine Gleise mehr. So, wir brauchen den Kollegen hier. Das sieht doch richtig aus. Gut, rein in die Lok. Abmarsch. Ich glaube, ich werde dann auch mal Slash Wake machen. Rein aus Neugier, was die ganze Kollektion da hinten so wiegt. Mein Bauchgefühl sagt mir, die SM42 wird unglaublich viel Spaß haben, das zu ziehen. Oh, das ist auch ein Übergang hier. Interesting.
Ich finde es halt schön, dass dann teilweise so die Gebüschsachen so im Gleis drin sind. Um anzudeuten, dass halt hier nicht allzu oft was fährt. Und beleuchtet. Das wird in der Nacht hier noch echt cool aussehen. Oh, da haben wir ja schon den ganzen Sand hier. Aber ihr seht schon, es hat mehr Strecke auf der Szenerie, als es auf den ersten Blick erstmal aussieht. Oder ja, noch eine Kurve. Ist doch länger hier. Schneller hier. Südele, da wären wir da. Und dann würde ich sagen, gucken wir einmal an und schauen mal, was der ganze Konvoi da wiegt. Moin. So, langsam ran. So, da wären wir dran. Einmal kuppeln bitte. Sehr gut. Bremsen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier wiegen. 768 Tonnen. Ja. Ja, da hätte sie ein bisschen Spaß, glaube ich. Okay. Zudele. Das war's. Ziehen wir mal raus hier das Ganze. So, bitte lösen. Na komm. Mensch, der dauert hier. Ja, bezüglich. Okay. Und eigentlich. Ja. Sollte das überall passen? Ja, das sind ein, zwei Brocken. So, das passt eigentlich überall. Oh, nur noch so ein ganz kleines Mühe. Ich glaube, jetzt können wir es probieren. So, zieh mal. Ja. Das geht doch wunderbar. Wird dann bestimmt spannend, diese eine Rampe hochzufahren. Ich glaube, da willst du dann mit so viel Schwung wie nur möglich rauf. Wir bräuchten halt definitiv eine Diesel-Lok mit ein bisschen mehr Umf. Tiger-Trommel beispielsweise. Naja, zumindest geht uns der Sand beim Sand nicht ausgehen. Davon hat es hier genug.
Ah, ich weiß, ich bin zu schnell. Aber als letzte Amtshandlung werden wir das mal probieren, um zu schauen, ob wir hier mit dem Ganzen nach oben kommen. Aber ich denke mal schon. Ich will jetzt einmal ganz nach hinten fahren. Und dann mit Schwung hier rauf. Ja. Wird schon klappen. Ein bisschen Geschwindigkeit weg. Ja, drück ja schon. Armen weichen. Das so von der Distanz erreicht. Ja, wir probieren es auch mit dem Schwung. Ja, beim Sehen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, werde ich mal einmal hier kurz umsetzen, werde mich die Weiche noch entsprechend richtig einstellen und dann sehen wir uns, wenn ich damit fertig bin. Und dann fahren wir da rauf und mal schauen, ob wir raufkommen mit dem da, so standardmäßig. Also, bis gleich. So, Dale, da war ich auf der anderen Seite dran. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt ist da mit der Steigung. Und einfach so raufkommen. Ja, die Bremse braucht noch einen kleinen Moment. Einfach mal ein bisschen nach. Komm. So, ich würde sagen, wir probieren es. Einmal Vollschmackes. Mit einer kleinen Portion Bremse. Hin, schon mal auf 20. Zugschluss habe ich jetzt vergessen, na egal. Ist ja eh nur zum Zeigen. Ich glaube, das werden da eigentlich die Höchstgeschwindigkeit bei den Wagen, wenn die da mit Sand geladen sind. Kannst du nicht schnell fahren, weil sonst wird ja da alles weg. Yes, I know. Ich bin zu schnell. Naja, wir werden langsamer. Das geht sich ja super aus. Da wären wir dann hier schon wieder de facto oben. Ja, also absolut kein Problem, das rauszuziehen. Langsam aber möglich.
Aber ich weiß nicht, mit nur 25 würde ich das irgendwie nicht machen. Und ich bin jetzt, was war denn das? 30? 31 reingefahren? Und jetzt bei 23. Mit Vollgas. Da wäre natürlich eine funktionierende Doppeltraktion natürlich geil. Oh, wunderbar. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal noch in das Spawngleis mit rein. Und den Hammers für heute. Ah, das muss so cool aussehen, wenn hier so ein Zug reinfährt. Und wir das erhöht. Am besten hast du noch einen, der da hinten irgendwie Fotos macht. Ja, mal ein bisschen zu schnell hier. Rasen ist heute mal erlaubt. Nochmal just for fun. Yay, wir hatten Einfahrt. Stell dir mal vor, mit dem Zug durch Bora oder Psari über die lange SBL ist erstmal eine Stunde unterwegs. Machen wir dann schön Freuden an den Leuten, die dann wegen dir warten müssen. Moment hatte ich nicht. Schick hier noch. Was ist denn? Ich vermisse ein Signal. Ich doch nicht kurz davor stehen, oder? Doch, tut's. Kurz vom Bahnübergang. Södele. Da wären wir jetzt wieder daheim. Nice. Das ist halt hier schon ein bisschen gemein, dass hier das Signal auf dem Boden ist. Gerade bei dem ganzen Gebüsch hier. Da hinten ist es. Das hat er bestimmt extra gemacht, dass hier alles so schön grün ist. Wir bleiben stehen. Ja, das war der Einblick in die Station. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr Bescheid, wo hier was ist und was man so tun kann hier. Also, man kann hier mit Güterzügen ganz gut Spaß haben und hat gut Platz, um hier Sachen einmal abzustellen oder da unten in dieser Mine da ein bisschen rumzuspielen. Also, Potenzial hat's. Von mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es doch in die Kommentare. Und dann bis bald. In TD2. Ciao.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.